Öffnet das Tor! Öffnet das Tor! Presto! Ein Hinterhalt! Mal ganz schnell ändern. Die normalen Wachen hier sind ja gar kein Problem. Komm. Okay, in die Zitadelle gelangen. Wir hatten das Tor aufgemacht. Bambini! Aber wo sind Bianca und Ottaviano? Vergib mir, Signora. Sie spielten draußen, als der Angriff begann. Ich weiß nicht, wo sie sind. Verstärkung aus den Bergen! Sie durchbrechen die Verteidigung! Ezio, lass diese Bastarde nicht hier rein! Mir nach! Jetzt geht's los, Leute. Die Stellung halten, die Zitadelle vor allen Angreifern beschützen. Probieren wir mal. Machen wir es mal ganz schnell so. Lass sie in Ruhe. Also Katharina geht's gerade ganz, ganz schlecht. Wir kriegen ihn, keine Sorge. Katharina, das ist sehr doof, was du da gerade machst, weißt du das? Sauber! Wir schaffen das. Wir kriegen ihn, keine Sorge. Meine Güte. Macht es doch nicht so spannend. Boah.
Habt ihr das gesehen? Wie schlecht es Katharina ging. Meine Güte. Ja gut, ganz ehrlich, wir machen direkt weiter. Mit dem Angriff auf Forli. Also hier will ich jetzt aber auch keinen Cut machen. Katharina! Katharina Sforza! Ich weiß, dass du da drin bist. Ich habe etwas, das du vielleicht haben möchtest. Vermisst du irgendwelche Kinder? Und Ezio Auditore? Welch schöne Überraschung! Dann seid ihr wohl die Brüder Orsi. Ludovico! Und Keiko! Zu euren Diensten! Basta! Wo sind meine Kinder? Lasst sie gehen! Natürlich, Signora. Wir werden sie gerne eintauschen. Für eine Kleinigkeit. Eine spezielle Karte. Und ein spezieller Apfel, Bruder. Sie, ein spezieller Apfel, natürlich. Oder soll ich den Kindern die Kehlen durchschneiden? Bastardi! Denkt ihr, ihr könnt mir drohen? Ich gebe euch nichts! Ihr wollt meine Kinder? Nehmt sie! Ich habe alles, um mehr zu machen! Wenn du deine Meinung änderst, sie sind im Dorf, außerhalb der Stadt. Du hast eine Stunde. Katharina, nein. Ich kann euch nicht bitten, eure Kinder zu opfern. Niemand opfert ihr irgendwas. Geht und holt sie für mich, Ezio. Sie. Ihr habt mein Wort. Der Apfel muss in der Zitadelle bleiben. Beschützt ihn. Was soll ich dazu sagen? Ihr habt es gehört. Katharinas Kinder retten. Und Ezio gibt den Apfel also ab. Ja. Keiko und Ludovico Orsi. Gelangweilt von ihrem Lotterleben auf dem Land, entschieden die Orsi-Brüder, etwas Würze in die Sache zu bringen. Sie gründeten einen Geldverleih, der sehr erfolgreich war, vor allem weil sie alle diejenigen töteten, die nicht zurückzahlten. Dann heuerte Katharina Sforza sie an, um ihren Mann Girolamo Riario, einen Templer, umzubringen. Was sie auch prompt erledigten. Sie ritten zu seinem Palast, walzten ins Esszimmer, stachen ihm ins Herz, plünderten das Anwesen und ließen seine nackte Leiche im Stadtzentrum zurück. Den Abstergo-Daten nach wollte Rodrigo Borgia sie nach seiner Flucht aus Venedig dafür bezahlen, den Edensplitter zurückzubringen. Und natürlich Katharinas Kopf. Es war die Idee der Orsi-Brüder, ihre Kinder zu entführen. Ich frage dich, was ist das für eine Welt, in der die Reichen so böse sein dürfen? Der Kapitalismus. Ludovico Orsi und Cecco Orsi. Die sind gar nicht... Ach, ich dachte, es wären Zwillinge. Berufsliebe. Okay. Gerettete Kinder 0 vor 10 Minuten. Ach, Schande. Okay. Neuer Status gesucht. Können wir das ändern? Ich vermute mal nein. Höre ich da schreiende Kinder? Ja. Die Orsi-Brüder. Also sind sie doch wegen dem Apfel hier? Nicht wegen der Karte? Das macht aber keinen Sinn. Ihr habt ja gehört, die wissen doch gar nicht, dass wir den Apfel hier hinbringen wollten. Ja, ich hätte jetzt noch mal eine kleine Frage zur Abwicklung. Dürfen wir gesehen werden oder sterben dann die Kinder? Wäre jetzt eine Frage meinerseits. Bianca retten. Bianca Riario. Sieht ja ganz niedlich aus. Einige Menschen leben ihren Traum. Bianca Riario gehört nicht zu diesen.
Im Jahre 1484, im Alter von 6 Jahren, wurde die Zeugin, wie der Palast ihrer Familie in Rom geplündert wurde. Dann wurde sie von ihrer verrückten Mutter zu einer Belagerung des Castel Sant'Angelo mitgeschleppt. Danach landete sie in Forlì, wo sie noch viel schrecklichere Dinge erwartete. Kurz nach ihrem 10. Geburtstag wurde ihr Vater Girolamo erdolcht und seine nackte Leiche mitten auf dem Stadtplatz geworfen. Danach wurde der Palast ihrer Familie wieder geplündert und sie wurde von den Gebrüdern Orsi entführt. Bianca konnte den Orsi entkommen und kehrte zu ihrer Mutter zurück. Wie genau das gelang, ist unbekannt. Ezio. Denn als sie 16 war, war sie mit dem neuen Ehegatten ihrer Mutter, Giacomo Feo, auf einem Jagdausflug. Dabei wurde sie Zeugin eines brutalen Hinterhalts, bei dem er getötet wurde. 1500 wurde dann Biancas Mutter von Cesare Borgia in den Kerker gesteckt und anscheinend auch von Rodrigo Borgia und Cesare vergewaltigt. Beiden? Ach du Schande. Cesare tötete danach Biancas Mann, Astore il Manfredi, im Jahre 1502. Sie heiratete erneut, dieses Mal einen Grafen. Troilo der Erste, de Rossi, starb 1521, wonach sie sich entschied, das Leben aufzugeben. Sie verstarb irgendwann um 1522. Glaubt ihr nicht, ich hätte Angst vor euch? Ach du Schande, nee. Grazie, grazie, Messere. Aber mein Bruder, sie halten Ottaviano am Leuchtturm gefangen. Danke für den Hinweis. Ludovico Orsi töten. Nichts leichter als das. Nimm das Pferd. Ein Händler? Ja klar, ein Händler. Das könnte ich nicht. Ach du Schande. Wir schleichen uns mal nach oben, mehr oder weniger. Ich muss mal. Bitte, Herr. Ich muss ganz dringend. Lasst mich bitte gehen. Muss mal. Schöne. Verdammt, Junge. Halt einfach die Klappe. Aussage. Ab nach oben. Ah, wie armselig, oder? Also Kinder entführen, da hört bei mir auch irgendwo der Spaß auf. Hast du keine Tschüss. Nummer 1 von 2. Katharina war dumm, dich zu schicken. Oder bist du der Narr, weil du für etwas Kleingeld stirbst? War es das wert? Mehr als du denkst. Der Maestro bekommt, was er will. Dank mir. Dann stirb halt voller Stolz. Das bedeutet nichts. Requiescat in pace. Ja. War es das Ganze wert? Das ist die Frage. Ottaviano Riario trat im 19. Jahrhundert als Condottiere in den Dienst der Florentinischen Republik ein, anscheinend auf Wunsch seiner Mutter, Katharina Sforza, welche die Verbindungen mit Florenz zementieren wollte. Er kommandierte 100 Männer aus Forlì, kündigte aber seinen Vertrag nach nur einem Jahr, weil Florenz kein Geld hatte, um ihn zu bezahlen. Trotz der Berichte, die Ottaviano als fett, hirnlos und von seiner Mutter kontrolliert beschrieben, bot ihm Papst Alexander VI., Rodrigo Borgia, seine Tochter Lucrezia zur Heirat an. Warum? Weil Rodrigo entschied, dass dies Eigenschaften waren, die er bei seinem Schwiegersohn durchaus akzeptieren könnte. Oder könne. Solange der den Schlüssel zur Kontrolle über die Gebiete von Forlì und Imola hielt. Außerdem war seine Gottesanbeterin von einer Tochter nie lange mit einem Mann verheiratet. Ihre Männer unterschrieben bald Erklärungen, dass sie impotent waren oder sie verschwindeten einfach. Weise entschied sich Katharina gegen die Hochzeit, brachte den Papst in Rage und löste so den Angriff des Sohnes des Papstes Cesare auf Forlì aus.
Als Katharina von Cesare besiegt und ins Exil nach Florenz geschickt wurde, versuchte Ottaviano unter ihrer Anleitung den neuen Papst Julius II. Zu überzeugen, ihm die Herrschaft über Imola und Forli zurückzugeben. Stattdessen verkaufte Ottaviano Julius am Ende die Ansprüche der Riario-Familie für einen Schuldschein. Also ging alles verloren. Der ganze Besitz der Forzas bzw. ihres Ehemanns ging verloren. Grazie, Messere. Bitteschön. Der Pate synchronisiert. Okay, die Kinder sind gerettet. Was bleibt jetzt noch zu tun? Einer der beiden Orsire-Brüder ist tot. Die Kinder sind frei. Und es scheint ganz so, als hätten wir ihren Plan durchkreuzt. Welcher Weg ist jetzt kürzer? Definitiv untenrum. Aber schon genial. Weil jetzt bekommt das Gebiet auch endlich eine Funktion. Die Erinnerungssequenzen sind recht kurz und schnell abgehandelt, ihr seht es ja, aber... Immerhin macht es jetzt alles hier einen Sinn. Ein so großes Gebiet wie Forli hier, ohne Sinn und Verstand, das war immer schon so ein bisschen komisch. Und dann habe ich eben erfahren, dass es diese Erinnerungssequenzen gibt. Einmal die Fegefeuer der Eitelkeit für Florenz mit dem neuen Stadtgebiet und eben hier der Angriff auf Forli. Okay, das ist bestimmt in der Festung, oder? Ich bin gespannt, was die guten, oder was der gute Orsi-Bruder jetzt noch machen möchte. Was tut ihr denn hier draußen? Es tut mir leid, Ezio. So leid. Was ist passiert? Es war ein Trick, um unsere Verteidigung zu schwächen. Als ihr gegangen seid, griffen sie erneut an. Checco Orsi. Er hat den Apfel. Was? Nein! Wo ist er? Wir haben ihn gejagt. Aber der Bastard ist in die Berge entkommen. Ich gehe. Was zum Teufel? Checco Matt. Checco Orsi finden und eliminieren, um den Apfel zu erhalten. Machiavelli, ich bin enttäuscht. Machiavelli und Katharina, ich bin enttäuscht. Checco Orsi finden. Das ist aber jetzt echt sehr enttäuschend, oder? Das ist aber jetzt wirklich sehr enttäuschend. Moment mal. Der kommt mir bekannt vor. Der kommt mir bekannt vor. Und Ezio, das war jetzt eine schwache Leistung. Warum probierst du es nicht nochmal und bittest mich nett? Komm schon, Ezio. Tschüss, Freundchen. Attentat vom Pferd hat nicht geklappt. Hast du deine Beute wieder? War es das wert? So viel Blut vergießen? Eine Beute von solchem Wert wird dir sicher nicht lange gehören. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Welch üble Dinge werden aus Gier geboren. Requiescat in pace. Wartet. Nicht. Wer seid ihr?
Halt! Öffnet das nicht! Und wir haben den Apfel erneut verloren. Ezio, Gott sei Dank seid ihr wieder bei uns. Geht es euch gut? Was ist denn passiert? Ich weiß nicht. Eine meiner Wachen hat euch in den Bergen gefunden. Gleich neben Kekko Orsis Leiche. Sieh, ich erinnere mich. Wartet, da war ein dritter Mann. Er nahm den Apfel. Wer? Er trug eine schwarze Kutte, wie ein Mönch. Und ich glaube, ihm fehlte ein Finger. Sieh, Katharina, ich muss weiter, sofort. Natürlich. Dann werdet ihr das hier auch brauchen. Die Karte, von der Machiavelli sprach. Die eures Mannes? Ex-Mann, mein Lieber. Er schwor, dass er den Standort aller Kodexseiten gefunden hatte. Ihr werdet den Apfel finden, aber die Gruft ohne die Karte? Niemals. Hört zu. Da ist ein Kloster im Sumpfland ganz in der Nähe, wo ich schon Mönche in schwarzen Kutten sah. Beginnt dort. Nun geht und findet den verdammten Mönch. Ich glaube, ich werde euch vermissen, Katharina. Oh ja, das werdet ihr. Und so erhält Ezio also seinen Bart. Aber jetzt von den Texturen her tausendmal besser. Es war für mich immer eine farbige Masse. Jetzt sieht man richtig die einzelnen Härchen. Gut, ihr habt es gesehen. Wir haben den Dolch, vom guten Orsi in unseren Leib gerammt bekommen. Aber Ezio lebt. Ezio lebt. Doch der Apfel ist fort. Oh, ich finde, der Bart steht Ezio richtig gut. Dadurch sieht er unglaublich... Hört sich auch blöd an, oder? Reif aus. Erfahren. Diese leichten Stoppeln hier in... Oh, ich gehe ja schon. Diese leichten Stoppeln aus Venedig waren ja schon nicht schlecht, aber... Mit Ezio steht der Bart unglaublich gut. Gewöhnt euch dran. Der wird uns einige Zeit begleiten. Bin schon weg. Okay. Ihr habt es gehört, ein Kloster in der Nähe. Ezio, das Boot ist doch dafür da. Da komme ich ins Boot rein. Hier aber, okay. Ein Kloster in der Nähe mit Mönchen. Dort sollen wir laut Katharina anfangen. Die Suche nach dem Apfel. Oh, der Bart steht, Ezio. Richtig, richtig gut. Ja, ich weiß aber trotzdem nicht. Ich bin echt enttäuscht von Machiavelli. Lässt er sich so leicht einen Apfel abmopsen hier. Ist doch nicht normal. Okay. Weit vom Stamm. Die Abtei im Sumpfland der Romagna nach dem Mönch im schwarzen Umhang, der den Apfelstahl durchsuchen. Den Mönch im schwarzen Umhang finden. Das könnte unser Mann sein. Bin ich ja sehr doof gelaufen. Seht nur, er wird sich den Hals brechen. So. Friede sei mit euch. Grazie. Ob ihr mir wohl helfen könnt? Was sucht ihr? Ein Mönch in einer schwarzen Kutte, dem einer seiner Finger fehlt. Ah, Bruder Guido hat nur 19. Seid ihr sicher, dass es kein C war? Ziemlich sicher. Und dann haben wir noch Bruder Domenico, aber ihm fehlt der komplette linke Arm. Noch einmal, ich bin sicher, es war ein Finger. Ein Moment. Ich erinnere mich an einen Mönch mit 9 Fingern. Ja, natürlich.
Beim letzten Festmahl für San Vincenzo. Im Kloster. Ja, ich kenne den Ort. Ich versuche es dort. Grazie. Geht in Frieden. Das tue ich immer. Naja. Bruder O'Callaghan. Schöner Name. O'Callaghan. Darby O'Callaghan wurde im wilden ursprünglichen Teil Irlands außerhalb der britischen Besatzungszone geboren. Seine Jugendjahre verbrachte er damit, britische Siedlungen zu plündern. In seinen Schriften beschreibt er diese Zeit so: Das war ein dunkler Punkt meines Lebens, aber um ehrlich zu sein, hatte ich eine Menge Spaß. Als sein gälischer Vater eine Katholikin heiratete, änderte sich alles. Er zwang mich, auf den Feldern zu arbeiten. Kein Plündern mehr, keine Mädchen mehr. Das war die Hölle auf Erden. Besagt ein Eintrag aus dem Jahr 1462. Um seinem Vater zu entkommen, entschied sich O'Callaghan, Mönch zu werden. Meine Mutter sagte mir, dass Mönche wenig arbeiten und große Festmale zu den saisonalen Festtagen veranstalten. Im Jahr 1462 trat er dem Kloster Abbey Lara bei und wurde Zisterzienser. Zisterzienser. Okay. Damit fand er den Orden aber noch als zu streng. Wir arbeiteten vom Morgengrauen bis zur Dämmerung auf den Feldern. Abchor erlaubte uns nicht zu trinken und das Schlimmste, alle Mädchen waren Nonnen. Das war eine Ebene der Hölle, die tiefer war als alles, was ich mir vorstellen konnte. Überredete eine kleine Anzahl seiner Brüder, sich den Dominikanern anzuschließen, verließ Irland 1463 in Richtung Italien, wo wir Bauern anstellen können, die für uns die Felder bearbeiten. Dann, wenn wir predigen, sehen wir die Schönheit Gottes im goldenen Licht Italiens und in den seligen Gesichtern der Bauernfrauen. O'Callaghan wurde schließlich im Jahr 1493 von den Dominikanern ausgeschlossen, wegen wiederholter Bekehrungsversuche an der Stadtbevölkerung unter Alkoholeinfluss. In Darbys eigenen Aufzeichnungen spricht allerdings von großen Erfolgen bei den Bekehrungen, so obwohl die Männer nicht in die Kirche gingen, weshalb ich in die Taverne gehen musste, wo Gottes Wort auf offene Ohren stieß. O'Callaghan zog 1494 in die Romagna aufs Land und gründete in einer verlassenen Kirche ein Kloster, das dem Orden von St. Patrick gewidmet war. Aber er hatte nicht viel Erfolg dabei, Konvertiten anzulocken. Im Jahr 1500 starb er an etwas, das als schlechtes Blut beschrieben wurde. Vermutlich handelte es sich um Syphilis. Er wurde auf einem kleinen Friedhof neben der Kirche beerdigt. Wie kann jemand nur... Das könnte uns ja nicht sein, Kerl nicht. Halt, mein Freund! Das könnte uns ja Wenn man gemein wäre, könnte man ihn jetzt als gescheiterte Persönlichkeit bezeichnen. Letzten Endes wollte er alles verändern und hat es doch nicht geschafft. Okay, ab in die Stadt. Ah, wobei, wir reiten. Wir reiten. Kommt man da nicht durch? Wow. Okay, 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 Pferd, alles gut. Wir reiten alles rum. Alles gut. Boah, 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 boah. So, meine Güte. Oh Gott. Okay, das haben wir geschafft. Aber interessant, oder? Gab es diesen Bruder wirklich? Ich werde das mal googeln. Ich meine, ich werde eine Suchmaschine benutzen, um es herauszufinden. Finde ich unglaublich interessant, ob es so Charaktere wirklich gab, die hier in Assassin's Creed ja mit diesem kleinen Text dann doch eine ganz interessante Geschichte bekommen. Wir jagen gerade einfach einen Mönch. Entschuldigt, Bruder. Ich frage mich, ob ihr mir... Teuflischer Dämon! Weiche von mir! Was ist denn? Du bist es, der Bruder Stefano getötet hat! Brüder! Der Mönchsmeuchler ist zurückgekehrt! Stefano? Bleib weg von mir! Misericordia, wo ist das Obi? Nicht! Hä? Okay, das war gerade leicht verwirrend. Die haben mir alle drei markiert, aber der hier ist das richtige Ziel. Oh, war das verwirrend. Oh,
Meine Güte. Bitte, nein, ich will nicht sterben. Ich töte nur die, die andere töten. Und euer Bruder Stefano war ein Mörder. Ihr ganz gewiss nicht. Nun hört mir zu. Ich suche einen Mönch in schwarzer Kutte, dem ein Finger fehlt. Ihm fehlt ein Finger, sagt ihr? Meint ihr etwa wie Fra Savonarola? Savonarola? Wer ist das? Kennt ihr ihn? Ich kannte ihn. Er war einer von uns, eine Zeit. Und dann? Wir rieten ihn zu einem langen Einsiedler-Dasein in den Bergen. Es tut mir leid, aber sein Einsiedler-Dasein ist wohl zu Ende. Wohin kann er sich gewendet haben? Gute Güte, Santo Spirito. In Florenz. Dort hat er studiert. Vielleicht ist er dorthin zurück. Ich danke euch. Geht mit Gott, Bruder. Girolamo Savonarola. Girolamo Savonarola, ein dominikanischer Mönch aus Ferrara, der seinen Job sehr ernst nahm. Er sah die Exzesse seiner Zeit, wie die Reichen die Armen in den Dreck stampften, wie die Priester Ablässe ans Volk verkauften und wurde schließlich verrückt. Er nannte sich selbst ein Werkzeug Gottes, als er über Florenz kam. Seine Predigten versetzten einige Menschen in Ekstase. Er verlangte die Abschaffung jeglichen persönlichen Besitzes, ein Ende des Fortschritts, die Rückkehr nach Eden. Wissen wurde zum Feind. Und mit dem Edensplitter konnte er alles ausradieren. Bücher, Gemälde, Musikinstrumente. Er verbrannte alles im Fegefeuer der Eitelkeiten. Alles nahm seinen Lauf, als seine Legionen die Kontrolle übernahmen. Dann sank Florenz ins Dunkel. Ich lese gerade. Savonarola hat es tatsächlich gegeben und er wurde tatsächlich Herrscher von Florenz. Von 1494 bis 1498, wo er hingerichtet wurde. Er war tatsächlich Herrscher von Florenz. Das stimmt. Katharina Sforza gab es auch wirklich. Cesare Borgia natürlich auch. Ich guck mal eben. Katharina Sforza. Gräfin von Forli und Herrin von Imola. Hey Desmond, ich glaube, ich habe die Erinnerung repariert. Versuch doch mal, sie zu öffnen. Ja, wie gesagt, normalerweise würde das Spiel eben hier gar nicht weitergehen, sondern direkt mit der jetzt nächsten Sequenz starten. Forli und hier Fegefeuer der Eitelkeit würden eigentlich gar nicht stattfinden, sondern schlichtweg übersprungen werden. Republik Florenz, 1497. Und wir erreichen Florenz in der Nacht. Und ist es so? Ist es so? Ja. Ihr seht, der südliche Bezirk ist jetzt für uns begehbar. Und zwar beim nächsten Mal, hier bei Assassin's Creed 2. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Medizio, Florenz und der Suche nach dem Mönch, der den Apfel gestohlen hat. Ciao Leute und vielen Dank fürs Zuschauen. Ah ja, seht wer da ist. Ich weiß eure Namen, aber nicht warum ihr hier seid. Der berühmte Meister und Mentor, Ezio Auditore de La La La. Wir leben ein gutes Leben, Bruder. Möge es sich nie ändern. Dein Vater war ein Assassine. Und so verurteile ich euch zum Tode. Vater, dafür werde ich dich töten. Beeindruckend. Nun fehlt nur noch die Tat. Dieses Leben, es wählte mich. Du bist geflogen, Ezio. Geflogen!